So, fahren wir nicht gleich auf die Autobahn? Flughafen rechts. Also dann blinke ich auch mal rechts. 80 sind erlaubt. Uiuiui, was ist denn das? Köln. Nee, da wollen wir nicht, ne? Wir wollen hier weiter. Ah, okay, jetzt müssen wir die Kurve fahren. Oha, was? Oh, ho, 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 ho. Also mit Lenkrad wäre das wesentlich einfacher. Okay, der verlässt die Schleife auch gar nicht mehr. Das ist jetzt ein Auto, das dauerhaft in der Schleife fährt, das ist auch nicht schlecht. Ist gut programmiert. Sonst geht's dir gut, oder? Ich kann da leider nichts mehr dazu sagen. Da fehlen mir die Worte, ja, und dass es dann auch noch ein BMW-Fahrer ist, das tut ja dann richtig weh. Weil wir sind nämlich alle BMW-Fahrer. Das tut dann noch mehr weh, ja. Was flimmert denn da so unten lang? Regnet es, oder? Boah. Die Auffahrten sind nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Ist das die Original? Ist das die originale Auffahrt, oder wie? Ist ja mal geil. Also, wenn das echt die Originale ist, dann sag ich mal Respekt. Passen wir da unten durch? Okay. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich habe die Polizei aufgebockt. Willst du mich verarschen? Wo kommen denn die her? Holy sh. Was? Alles klar. Hä, natürlich ist es die richtige Richtung. 7, 10, 9. So. Jo. Hi, servus. Das sind ja bloß hier zwei. Ich hab das Ding umgefahren, alles klar. Jo, das war's ja dann auch schon. Wir sind jetzt schon 1,5 Stunden früher. Abfahrt ist um 21. Nee, niemals bleibe ich so lang, Alter. Hä? C. So, wir müssen geradeaus, okay.
Und jetzt, und jetzt, und jetzt Frankfurt? Frankfurt? Okay. Gott, also wenn das in echt aus ist, dann fetten Respekt an die Leute, die das verstehen. Geht's auch etwas langsamer? Nein? Ha. Wir stehen. Warum stehen wir denn? Okay, alles klar. Okay. Ich dachte, ich hatte es gelesen, dass sowas in diesem Update gefixt wurde, ja, anscheinend. Aber anscheinend ja doch nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, easy peasy, den LKW überholt. Spürst du, wenn du reinfährst und bremst, dann gibt's richtig Ärger. Holy shit, was ist denn das? Hä, vierspurig? Okay. Machen wir endlich mal Pause. Was, machen wir endlich mal Pause? Hä, wir fahren doch bloß nach Frankfurt. Wir haben gerade auf dem Airport Fra Pause gemacht. Oder musst du aufs Klo? Das ist wahrscheinlich mit diesem automatischen Service gemeint. Müssen wir den nächstes Mal ein bisschen ausstellen. Und mal probieren, ob die Leute dann irgendwie was wollen von uns. Das würde mich dann mal interessieren. So, jetzt sind wir auf der A66. Wir müssen höchstwahrscheinlich nach rechts. Kann ich mir gut vorstellen, weil da steht Frankfurt. Jo. Müssen wir auch. Das finde ich aber auch cool, dass sie das hier realistischer gebaut haben als zum Beispiel im Truck Simulator, ja, wo sie ja sozusagen bloß wie soll ich sagen, ach lol, das ist die Straße. Zum Beispiel, wenn es dreispurig wurde, haben sie dann einfach die rechte Spur genommen und haben sie das als Abfahrt gemacht. Ja. Das ist überhaupt nicht realistisch oder kaum realistisch hier in Deutschland. Es gibt eigentlich immer eine Abbiegespur. Und deshalb finde ich das hier eigentlich schon mal recht cool. Ja? Wir hatten vorhin, ich fand es ja zum Beispiel auch richtig cool, dass wir waren zwei Spuren, die anderen zwei Spuren sind gekommen und dann ist halt eine in die andere. Ja, machen wir. In die andere gemündet, ja, und obwohl es dann schon dreispurig ist, nein, es gibt dann trotzdem nur eine extra Abfahrt für uns. Das ist ziemlich realistisch und deshalb gibt es auf jeden Fall einen Pluspunkt, muss man sagen. Okay, eine Frage: Warum fährt der so langsam? Da sehen wir schon die Skyline von Frankfurt. Ist ja mal mega, dass sie das alles so eingebaut haben. Alter Schwede. Da mache ich gerne mal ein bisschen langsamer.
Und dann auch noch bei Nacht. Sieht mega geil aus, muss ich sagen. Das sieht mega geil aus. Holy shit. Ich glaube, ist das der Tower von der EZB? Ist doch, glaube ich, auch in Frankfurt. Bin mir nicht sicher. Eins davon ist die Deutsche Bank und eins ist auch noch die Deutsche Bahn. Die ist auch noch in Frankfurt. Bin mir jetzt aber nicht sicher, welches sein soll. Ah, ich glaube, kann das sein? Die EZB? Und nee, das ist nicht die Deutsche Bahn. Deutsche Bahn Gebäude sieht ein bisschen anders aus. Okay, jetzt fahren wir direkt an dem vorbei. Man merkt, es ruckelt. Hui, jetzt vielleicht in den LKW reingefahren. Man sieht ihn schon gar nicht mehr. Das finde ich halt richtig geil, dass man hier mitten durch die. Da vorne sehe ich den Bahnhof. Mitten durch die Hochhäuser fährt. Durch die Skyline wollte ich sagen. Ja, Sky ist mir nur eingefallen, das zweite aber nicht mehr. Aber natürlich durch die Skyline von Frankfurt. Fahren Sie? Junge! Was soll jetzt das? Meine Güte, Alter. Wir machen doch gleich Pause. Wir sind in 8 Kilometer, 7 Kilometer. Das siehst du auf deinem behinderten Display, dass wir da sind. Mecker nicht so rum. Und wir haben fast 2 Stunden Verfrühung. Ey, was ist bei euch falsch? Wir fahren einfach geradewegs auf den Bahnhof von Frankfurt zu. Oh, bremsen, bremsen, bremsen. Warum bremst der nicht? Grün. Links wollen wir. Auch schön blinken, dass es jeder sieht. Wir wollen geradeaus. Hä, kannst du doch gleich. Meine Güte, die Leute sind wieder so ungeduldig. Unglaublich. Bei dem funktioniert das Bremslicht auch nicht. Aus GR. GR sagt mir irgendwas. Was sagt mir GR? Ist es hier bei uns in der Nähe? Oh Mann, mein Gedächtnis am Abend ist echt furchtbar. So, wir müssen noch mal rechts.
kriegen wir grün, kriegen wir grün? Nein. Schade. Jetzt haben wir aber grün. Oh, der wunderschöne Kopfbahnhof von Frankfurt. Ein letztes Mal an der roten Ampel halten und dann die Fahrgäste aussteigen lassen. Dann müssen wir noch schnell ins Depot fahren und dort dann unsere Reise für heute beenden. Ist ja auch schon spät. Am nächsten Tag geht es ja weiter. So, wir müssen öffnen, das, das und das. Jawohl, wir sind da. Einen schönen Tag noch. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Oh, das sind noch viele. Huiuiui. So, wo ist denn das Depot? Oh ja, Frankfurt ist auch groß zum Befahren. Das Depot ist hier. Da muss ich jetzt rechts und dann die zweite links. Alles klar. Dann fahren wir mal los. Ich hoffe, ihr nochmal. Herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, ja, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet... Snack- und Getränkeangebot gibt's im Flixbus auch? Beide links war's. Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone. Also Flixbus hat ja echt ein, muss ich wirklich sagen, ein klasse Konzept aufgebaut die letzten Jahre. Ja. Okay, du bleibst das stehen. Was ist jetzt? Ach, ich komme da gar nicht durch? Oh, bin ich links abgebogen? Oh, Scheiße. Bin ich links abgebogen? Oh, okay. Okay, da kann ich nicht lang. Da kann ich auch nicht lang. Komme ich da gar nicht hin? Halt, Moment. Nee, war nix. Wie komme ich denn jetzt da runter? Nicht mal auf der großen Straße darf ich runter. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich park mal kurz hier ran. So, mach kurz den Warnblinker rein. Wunderbar, steigen wir mal kurz. Halt. Steigen wir mal kurz aus. Weil man sieht nicht mehr so viel, von der Seite sieht man noch ein bisschen mehr. Jawohl, ich verabschiede mich damit auch von dieser Fahrt. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Das Update war einigermaßen okay, muss man sagen.
Wir sehen uns auf der nächsten Reise, wenn es wieder, wenn wir wieder unterwegs sind mit dem grünen Bus von Flixbus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja, oder Nacht, je nachdem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.